Yo Freunde, was geht ab? Und zwar habe ich meinen Auspuff machen lassen von meinem M140i. Der Vor- und Mittelschalldämpfer wurde ja bearbeitet. Ist ein Mod von Devpool, die kann ich unten natürlich auch verlinken. Die machen eine klasse Arbeit, es dröhnt kein bisschen, das ist echt krass. Also innen merkst du nichts, dass es ein wenig lauter ist. Ist natürlich nicht so ein krasser Mod. Ich meine, klar wird das Ganze ein bisschen lauter, ein bisschen aggressiver. Aber ist jetzt nicht so heftig, wenn man da noch den Endschalldämpfer straight umbaut. Oder sich eine Downpipe verpasst, dann wird das Ganze schon sehr, sehr heftig. Aber so ist es alles in allem eigentlich eine gute Lösung. Sehr, sehr guten Sound. Wie gesagt, Endschalldämpfer ist gleich geblieben. Blenden habe ich keine anderen dran. Ich wollte mir eigentlich welche dran machen lassen. Das Problem ist, die Größen passen nicht. Ich habe Akrapovic Blenden da gehabt. Ich zeige es euch mal. Zum einen die hier. Die waren mal für einen, ich weiß nicht, E36 oder so gedacht. Das Ding ist, die sind vom Durchmesser her, ich meine, wie meine jetzigen. Dementsprechend hat es nicht gepasst. Ich muss mal kurz schauen. Ja, so, das sind 76 oder so. Das sind 76 Außendurchmesser. Bringt ja dann nichts. Ja, ein bisschen größer wollte ich schon gehen. Das Ding ist, jetzt habe ich noch welche da gehabt. Ich habe mir die damals gekauft, ich weiß selber gar nicht warum. So, das sind schon heftige Dinge, okay? Können wir schon reinschauen? Das ist zu heftig. Und die sind halt vom Durchmesser her schwierig. Boah. 112 kann es sein. Es ist, glaube ich, ein 112er Durchmesser. Das Ding ist, es hätte vom Radius her genau reingepasst. Aber es wäre dann einfach zu groß. Es würde dann schon scheiße aussehen, da haben die schon recht gehabt. Ja, das Ding ist halt, hätte ich jetzt so ein Mittelding gehabt, hätte ich mir einen dran gemacht. Seht ihr den Unterschied? Ich hätte theoretisch einfach die Mitte gebraucht. Und ja, wie gesagt, von beiden habe ich zwei, sprich jeweils vier. Falls da jemand Interesse dran hat, einfach mich anschreiben. Da macht man dann einen Preis aus. Wie gesagt, ich brauche den nicht mehr. Also wer Interesse an so Akrapovic Blenden hat, kann mir gerne irgendwo schreiben. Ich bin überall aktiv, mich kann man eigentlich überall erreichen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Soundcheck-Video blende ich euch auch nochmal kurz ein. Relativ geil geworden und ja, preis-leistungstechnisch auch viel, viel besser als wenn du dir irgendeine Auspuffanlage holst, Akrapovic oder so. Ego X-Anlage ist geil, wird aber alles sehr, sehr teuer. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr die Akrapovic blenden wollt, schreibt mir einfach und dann sehen wir uns im nächsten Video.